Scheiße. Also Early Access, nur geht mal rein. Naja, das ist der Sinn von Early Access. Early Access ist dafür da, damit du ein Game raus... Early Access ist ja dafür da, dass du halt ein Game releasen kannst, um finanzielle Mittel zu generieren. Early Access ist im Endeffekt nur ein entstandener Begriff für den Entwicklungsstand, so gesehen. Was sich daraus generiert hat. Ja, also so ein bisschen, ich ziehe einen krassen Vergleich, so ein bisschen kannst du es vergleichen mit Depressionen und Burnout. Natürlich sind es unterschiedliche Arten, klinisch gesehen, von einer Art von Depression, aber ein Burnout ist genauso, ist einfach eine Depression. Und wenn du Leuten in der heutigen Welt sagst, du hast einen Burnout, dann sind sie alle so, oh ja, ich hoffe, dir geht's bald wieder gut. Und wenn du sagst, ich habe eine Depression, dann nehmen die Abstand, weil sie denken, es ist eine ansteckende Krankheit. Und so ist es wie bei Early Access. Bei Early Access heißt immer, ja, aber das Game ist ein Early Access. Ne, man kann nicht so viel erwarten. Ich denke mir so, nee, das ist halt einfach nur ein Entwicklungsschritt so, ne? Und der wurde halt so über Zeit so dargestellt so und halt so genutzt jetzt. Zu sagen, hey, es ist Early Access. Es ist draußen, wie der Name schon sagt. Aber es ist halt nicht ansatzweise fertig, aber wir können damit Geld verdienen. Und das Problem bei Early Access ist, dass es halt zu 85% in der Videospielbranche einfach zum Tod des Spiels führt. 85% ist auch, glaube ich, gar nicht mal hochgegriffen, um ehrlich zu sein. Early Access, wie ich schon tausendmal gesagt habe, ist halt einfach das, ist Fluch und Segen zugleich. Für Spieleentwickler. Aber richtig hart. Weil mit Early Access steht und fällt dein Game. Wenn du bereit bist, dein Game in Early Access zu schicken, musst du dir darüber klar sein, dass du mit diesem Schritt dein Game sehr schnell töten kannst. Und es gibt Gegenbeispiele, versteh mich nicht falsch. Es gibt absolute Gegenbeispiele. Da kann ein Game in Early Access kommen und keiner spielt's und irgendwann wird's ein Hype-Ding so, weißt du? Das passiert natürlich auch, aber heutzutage ist es so, wenn du ein Game in Early Access reinbudderst, muss das Game einen gewissen Standard haben. Es muss klar funktionieren, es muss eine gewisse Performance haben und es muss auch einen gewissen Content haben. Es bringt halt nichts, ein Early Access Game in Early Access zu schießen, zum Beispiel ein Shooter, wo eine Map da ist und dann du einen 5 gegen 5 Team-Shooter hast, wo eine Runde 10 Minuten geht. Das ist, das spielt man vielleicht mal eine Stunde, zwei Stunden, dann hat man die Map und alles gesehen und dann ist vorbei. Dann spielt es keiner mehr. Du musst mit dem Early Access Game natürlich was rausbringen, wo die Leute gewillt sind, dafür Geld auszugeben. Auch natürlich einen geringeren Preis. Und aber auch dranbleiben und das weiter verfolgen. Damit es einen gewissen Hype auch hat, damit Leute das auch, andere Leute irgendwann später, wenn sie davon erfahren und mitbekommen, das zu spielen. Und das ist nämlich der Punkt. Viele Leute verstehen das nicht und ich kann das nachvollziehen, aber in der heutigen Zeit bin ich der Meinung, dass man so Sachen wie Twitch, und ich nehme Twitch immer als Messinstrument, auch wenn Twitch natürlich nicht die wirklichen Zahlen von Spielern wiedergibt, die ein Spiel spielen. So, wenn du auf Twitch ein Game guckst, keine Ahnung, wenn du auf Battlefield 5 jetzt auf Twitch-Kategorie schaust, gucken da vielleicht, keine Ahnung, 400 Leute zu. Aber es spielen ja nicht nur 400 Leute weltweit Battlefield, das hat ja damit nichts zu tun, das ist mir schon klar. Der Punkt ist nur, du solltest heute in der Welt der Spielentwicklung, jede Spielentwicklung, der da draußen ist, sag ich mal, 95% der Spieleentwickler, die ihre Sachen auch auf Steam releasen, haben, denke ich mal, genauso wie Leute, die anfangen zu streamen, die Ambition, damit irgendwie Geld zu verdienen. Klar kann es mal so ein Hobbyprojekt sein, einfach um Games zu entwickeln. Verstehe ich, auf jeden Fall. Aber wir reden jetzt von Games, die halt auch Geld verdienen wollen und zwangsweise auch irgendwas bieten müssen, damit sie das Geld reinbekommen. Und da bin ich der Meinung, musst du in der heutigen Zeit, im Jahr 2021, dein Game so entwickeln, dass es einfach Potenzial hat, auch auf diesen ganzen Social-Media-Plattformen, wie eben YouTube oder eben auf Twitch, eine Community zu erreichen, weil es einfach ein Spiel ist, was Bock macht, auch dabei zuzuschauen. Das musst du nicht unbedingt machen. Aber es erhöht einfach dein Potenzial, erfolgreich zu werden und von vielen Leuten gekauft zu werden, enorm in der heutigen Zeit. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Und guck dir doch auch die Dinge an, die auf Twitch erfolgreich sind, teilweise auch seit Jahren. Das geht Hand in Hand. Wenn du ein Game hast, was mega bockt und dazu führt, dass es Leute über einen sehr langen Zeitraum spielen, siehe Top Twitch Games, dann kaufen das viele. Wenn die Leute auch noch Bock haben, das Game zu gucken bei diversen Leuten und damit die Möglichkeit bekommen, das Game auch zu sehen und neu zu entdecken oder überhaupt zu entdecken und das dann zu kaufen, ist halt der nächste Punkt. Siehst du bei Twitch? Ist halt so. Ich meine, bestes Beispiel, guck dir Among Us an. Dude, das Game gibt es seit 2016 oder so. Ich habe mir zufälligerweise heute mal die Steam-Charts von dem Game angeschaut. Natürlich ist das abgeflacht. Among Us Hype ist auch schon vorbei, in Anführungsstrichen. Aber Among Us hatte nach Release irgendwie 2,6 durchschnittliche Spieler für einen Monat oder so. Und erst durch Twitch ist es durch die Decke gegangen. Weil Leute das gestreamt haben und dann gab es halt ein fucking Schneeballsystem und es ist richtig abgegangen. Durch die ganze Twitch-Geschichte und YouTube wäre das niemals passiert. Niemals! Hätte doch keiner entdecken können, wie denn auch? Und das ist also das Ding, wo ich mir denke,
sowas musst du meines Erachtens im Kopf haben, weil das einfach dem Game potenziell so viel Mehrwert geben kann. Nicht, dass es heißt, dass es automatisch funktioniert. Ich meine, bestes Gegenbeispiel ist verdammt nochmal hier, ich hab den Namen. Hyperscape? Ja, genau. Das Battle Royale Game von Ubisoft. Ey, versteh mich nicht falsch, das war ein, zwei Wochen mega nice und lustig, weil es was Neues war. Aber ich hab, als ich die Präsentation gesehen habe und ich wurde hier eingeladen in das Creator-Ding von denen und konnte das Game vorab spielen und schon anschauen. Aber als ich nur die Beschreibung gehört habe, wie es sein soll, wusste ich instant, bitte nicht. Weil ich wusste, dass es nicht das nächste große Battle Royale-Ding werden wird, was sich wahrscheinlich Hyperscape gewünscht hätte oder Ubisoft. Und das ist halt so, wo ich mir denke, das ist halt das Gegenbeispiel. Vor allem der Witz ist, dass sie es auch noch darauf aufgebaut haben, mit Twitch-Integration und so, ne? Leute irgendwie aus dem Twitch-Chat mit ins Spiel reinbringen, dem Twitch-Chat die Möglichkeit bieten, irgendwelche Sachen im Spiel zu triggern. Der Witz war, das Game war darauf ausgelegt, ein Twitch-Game zu sein mit der Integration Haus aus, war aber sowas von nicht für Twitch geeignet, weil das Zuschauererlebnis einfach komplette Grütze war. Es war einfach fucking ADHS Kids of Adderall mal 120. Und das Gameplay war halt auch irgendwann übelst generisch, sodass keiner mehr Bock hatte, das Spiel zu spielen. Das ist halt traurig, aber zeigt natürlich auch, dass viele Leute, auch Entwickler draußen, nicht so wirklich eine Ahnung von dem ganzen Markt haben, Punkt 1. Und dass es natürlich auch in eine andere Richtung gehen kann, was diese Twitch-Fähigkeit angeht. Aber das ist der Punkt und das sage ich schon seit Jahren. Ey, jeder Game-Entwickler, der da draußen ist, wenn du ein scheiß Game entwickelst und willst, dass das irgendwo ansatzweise was taugt, mach ein fucking Game, was nicht nur Spaß macht zu spielen, sondern wo es auch Spaß macht zuzuschauen. Weißt du, diese Games, wo du damals auf der Konsole gezockt hast und wo die Kids aus der Nachbarschaft um dich rumsaßen und einfach dir dabei zugeschaut haben, wie du fucking Resident Evil so gespielt hast. Diese Games, das sind die Games, die wir wollen und das sind die Games, die wir brauchen. Damit macht man meines Erachtens schon sehr viel richtig. Und das sollte man in der Spieleentwicklung mittlerweile berücksichtigen. Ja, PUBG, bestes Beispiel. Ja. Weißt du, was bei PUBG gut funktioniert hat? Weißt du, was gerade, warum PUBG gut funktioniert hat, auch für Twitch? Ist die Tatsache, dass PUBG einfach ein Game war, was halt eine gewisse Lahmarschigkeit hatte. Was manchmal sehr nervig ist, klar. Aber, oh, ehrlich. Das Ding ist halt bei PUBG, du konntest halt PUBG Action haben. Am Anfang, sag ich mal, wenn du runtergekommen bist, wo was hattest, dann hattest du Downtime, du konntest mit dem Chat interagieren. PUBG ist nie so hektisch, dass du irgendwie mit dem Chat nicht interagieren kannst. Außer vielleicht in den Top 5. Und das war es. Du konntest mit dem Chat über irgendwelche Lebensthemen reden und dann ging es halt wieder in die Top 10 rein. Dann wurde es langsam wieder spannend, weil halt der Kreis enger wurde, mehr Leute da waren, so auf einem kleineren Rahmen. Und dann war es halt wieder spannend. Das hat halt, deswegen, also das haben Battle Royale Games allgemein. Battle Royale Games ist meines Erachtens, Battle Royale Games sind meines Erachtens mit die besten Kandidaten für Sachen wie Twitch streamen. Weil, also es kommt natürlich auf das Game drauf an. Siehe Hyperscape, ein komplettes ADHS-Game, so ist halt Zuschauererlebnis nicht so geil. Ähnlich wie Overwatch, Zuschauererlebnis auch nicht so geil. Trotzdem funktioniert's. Und ich freue mich schon auf ein nächstes Battle Royale-Game, hoffe, dass Battlefield halt, das mit Battlefield 6 dann gegebenenfalls ein paar Monate später halt wirklich auch wahr werden lässt. Weil VR-Games, Survival-Games, DayZ, ähnliches Thema. DayZ bist du 6 Stunden durch den Wald gelaufen, ist nichts passiert. Trotzdem war es ein geiles Streaming-Game, gerade deswegen. Weil du einfach Zeit hattest, mit dem Chat zu interagieren. Und es war trotzdem spannend, wenn irgendwo geschossen wurde. Also, da ist einer. Aber ob wir das schaffen zu überleben? Das sind halt die Dinger. Survival-Games, Battle-Royale-Games, das ist alles. Damit machst du nichts falsch. Außer sie sind halt scheiße, klar. Natürlich. Aber, das ist zumindest schon mal so ein Twitch-Ding, weißt du, ich meine?